Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der 3D Flying School. Heute erklären wir euch die Snake. Ja, und bevor wir dir jetzt erklären, wie man die Snake richtig fliegt, kannst du auch gerne noch unseren Kanal abonnieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Die Snake kann man sowohl horizontal als auch vertikal fliegen. Als erstes erklären wir euch jetzt die horizontal geflogene Snake. Im Prinzip ist die Snake eine Aneinanderreihung von Halbkreisen, die mit sehr viel Seitenruder und Gas geflogen werden. Im Idealfall zeigt die Nase des Modells immer fast schon in die Mitte des Kreises. Nach einem Halbkreis wird dabei mit Querruder umgelegt. Je nachdem, wie das Modell in den Kurven reagiert, muss man auch etwas mit Querruder dagegen halten. Perfekt üben lässt sich die Snake, indem man zuerst mal anfängt, einen übertriebenen Seitenruderkreis zu fliegen. Das heißt, erstmal einen normalen Kreis fliegen mit sehr viel Seitenruder und Gas und dann eben schauen, wie das Modell darauf reagiert. Im Video sieht man jetzt gerade schon, wie die vertikale Snake aussieht. Um die vertikale Snake zu fliegen, zieht man das Modell zuerst nach oben, legt es dann in die Messerfluglage und steuert es mit starkem Seitenrudereinsatz wieder in Richtung Boden. Bei beiden Formen der Snake gilt natürlich, desto mehr Masse das Modell hat, desto mehr wird es auch seitlich schieben. Das bedeutet, wenn man das Ganze mit einer 3 Meter Maschine fliegt, sieht das natürlich nochmal anders aus als mit dieser 64 Inch MXS. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video wie immer gefallen und konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!